wieder, sondern weil Gott es so will. Was ist das? Defetismus, Pessimismus, Melancholie oder vielleicht Hass oder Masochismus. Auf keinen Fall zu bringen. Es zerstört das Gemeinwesen, es raubt das Vertrauen. Und das müssen wir haben. In Israel schon gar. Alle vorher haben es gesagt. Gott steht zu uns an unserer Seite. Er ist treu. Er hat gesprochen. Seine Hilfe uns zugesichert. Darauf bauen wir. Und wer ist schon König Nebukadnezar? Wo Gott im Himmel ist. Jeremia 28, ein Kapitel später, taucht ein Prophet auf, der dies genau als seine Schöpfung von Vertrauen versteht. Jeremia hat gewagt, die Zukunft buchstäblich auf die eigene Schulter zu nehmen. Nebukadnezar wird kommen und die ganze Oberschicht in Jerusalem deportieren nach Babylon. Und so geht der Prophet mit einem krummen Joch auf dem Rücken durch die Gassen der Stadt. Das wird Israel sein in wenigen Tagen, unvermeidbar. Das sieht Hanania, ein Nationaldenkender, politisch korrekt sich befindender, ein wirklicher Verkünder des Vertrauens, den man es bürgerlich gern hätte, die Bestätigung von allen, in der Verunendlichung dessen, was immer schon war und immer jetzt bleiben soll. Geht auf Jeremia zu, nimmt ihm das Holzjoch ab und zerschlägt es. So nämlich handelt Juda, am König von Babylon. Es dauert Tage, dass Jeremia mit einem eisernen Joch zurückkehren wird. Nichts wird sich ändern. Kann es sein, dass Vertrauen uns überhaupt erst die Augen öffnen kann? Für die Infragestellung von allem, was wir für so zuverlässig nehmen? Und nichts von all dem liegt, außer dass Gott sich selber wirklich treu bleibt in einem Neuanfang in unserem Herzen. Ein Wandel der ganzen Existenz. Rilke konnte das einmal so sehen. Unter dem Titel Der Prophet schrieb er mit Blick auf die Person des Jeremia. Ausgedehnt von riesigen Gesichten, hell im Feuerschein aus den Gerichten, die ihn nie vernichten, sind die Augen unter dichten Brauen. Und schon wieder richten sich in seinem Munde Worte auf. Nicht die seinen, denn was werden seine? Und wie schonend werden sie vertan? Andere harte Eisenstücke, Steine, die er knetzen muss wie ein Vulkan, um sie in dem Auswurf seines Mundes auszuschleudern, welcher flucht und flucht, während seine Stirne wie des Mundes Stirne das zu tragen sucht, was der Herr von seiner Stirne nimmt. Diesen, den sie alle fällen, folgten sie den großen Zeigerhänden, die weisen, wie er ist, ergrimmt. Kann es sein, Vertrauen hieße, Gott macht er endlich Schluss mit den Üben. Wir schaffen den Frieden durch größere Rüstungsanstrengungen. Wir schaffen die Entwicklungshilfe durch bessere Kontrolle. Wir retten die über 600 Millionen Flüchtlinge vor denen, die UNO verhält, indem wir das mit unsicheren Operationen des Militärs und der Frontex abwandeln. Müssen wir irgendetwas von diesem Rücken für wahrnehmen, vertrauensvoll ablegen? Oder sollten wir nicht die Kraft haben zu widersprechen? Man gedenkt des Bürgermeisters von Palermo, Orlando, in der Steinwache hier in Dortmund. Konnte der Mann wissen, dass er die Mafia kleinkriegen wird, als er anfing? Es drohte ihm, ermordet zu werden. Und so war er den Leuten in der Steinwache, deren man gedenkt. Es hat keinen Sinn zu sagen, wir bedauern, was damals passiert im sogenannten Dritten Reich und wir werden es ja auch nicht wieder tun. Wir sind dabei, dieselben Fehler zu begehen und tüchen, wie sie besser wollen.
Die ganze Kunst ist zur rechten Zeit im Widerstand zu sein. Und das Vertrauen ist nicht, dass wir fortschritten. Um die Ecke, zielgerecht, durchs Messband laufen würden. Dass die Geschichte uns bestätigt in wenigen Tagen schon. Dass wir geehrt Eintritt haben in die Halle derer, die mit irgendwelchen Bundesverdienstkreuzen umrankt werden. Es könnte sein, dass das Leben gefördert wird. Für ein wenig Treue zu dem, was an Wahrheit erkennbar ist. Und dazu glauben, dass alles, was wir sind, hineingelegt wird in die Hände Gottes, aus dem wir kommen. Das wäre im christlichen Sinne der Beginn einer Ahnung wirklichen Vertrauens. Wissen könnte man das in allem. Wir mögen uns schützen in dieser Welt, worauf wir wollen. Es wird nicht tragen. Diese Verlängerung des Endlichen unter dem christlich feierlichen Begriff Vertrauen übersetzt sich heute sogar in der Seelsorge oft genug in eine Art von psychodemischem Kult. So kann man aber auch nicht weitermachen, wird man in der Psychotherapie, beim Coaching oder sonst wo erklären. Man muss positiv denken. Also immer auf die Wiederholungsschleife des Vergangenen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Natürlich, Ihre Vergangenheit war nicht schön, aber Sie haben es doch in der Hand. Wir leben heute. Es ist an Ihnen, wie Sie die Zukunft gestalten. Positiv denken. Sonst legt sich das aufs Herz, selbst die Atmung wird schwer. Die Melancholie breitet sich aus. Die Lebenslust geht dahin. Also wir haben Sommer und gehen wir in den Wald, wie schön er ist. Und die Wiesen, wie grün sie sind. Und die Blumen, wie bunt sie sind. Sehen Sie doch die Schönheit der ganzen Welt. Trösten Sie sich mit allem, was es nun gibt. Atmen Sie tief durch. Teilen Sie ein bisschen Sport. All das soll sein. Und es ist gemessen an den wirklichen Fragestellungen wie ein Hohn. Auf all das, was auf uns lastet, weil wir Menschen sind. Das Endliche genügt uns niemals. Augustinus hat recht. Unsere Seele bleibt unruhig, bis das sie ruht in deinen Händen. Eine Art von metaphysischer Bedürftigkeit, die mit Endlichem nie zufrieden ist. Ein Sättigungshunger nach dem Unendlichen, einzig das vermag uns zu trösten. Wir gehen über diese Welt, aber das Erste ist, wir machen. In ihrer Endlichkeit, dass sie unter unseren Füßen labyrinthisch wie ein Irrgarten sich ausnimmt. Weder Orientierung noch Halt ist darin eigentlich zu finden. Philosophen wie Spinoza meinten deswegen, es gehörte, um weise zu werden, als erstes eine unendliche Resignation in Bezug auf das Endliche dahin. Die Enttäuschung, dass alles, was wir sehen, im Verfall begriffen ist, nur gerade heute existiert, in allem gefährdet ist. Ein Verwirrspiel, in dem die Hoffnung salbe, wie in einem Kabinett von falschen Spiegeln, hin und her getrieben wird. Man könnte jetzt denken, wir ziehen aus, ein Unendliches zu suchen jenseits dieser Welt. Aber so wäre es auch nicht christlich. Wir wären dann wie die Ritter, die auf dem Wege des Heiligen Land ständig über diese Welt hinaus wollten. Die ganze Kunst christlicher Zuversicht, christlichen Vertrauens, besteht in dem, was wir in Kierkegaard einmal nannte, die Doppelbewegung des Unendlichen. Diese Welt in ihrer Fragwürdigkeit begreifen, sich festmachen im Unendlichen, in Gott, und Kraft des Unendlichen zurückzukehren in diese Wirklichkeit. Das wäre Vertrauen. Was für ein Vertrauen? Einzig von Gott standhaltend den Zerbrechlichkeiten dieser Erde, mit dem Wagen zum Widerspruch, zum Einstehen im Ernst der Existenz, jetzt und heute. Es ist kein Wohlfühlkurs, keine Anleitung für irgendeine bionisch-energetische Beginn ist, ist eine Frage der existenziellen Identität und Grundfindung. Dann aber
Buches gibt es eine neue Art von Übereinstimmung mit sich selber, von Zuversicht, buchstäblich von Vertrauen. Nicht, weil wir so sind, charakterfest, überzeugt, klar sehen, souverän, das genau nicht. Aber weil wir uns umgeben fühlen von Händen, die es gut mit uns meinen. Vielleicht das Probestück für wirkliches Vertrauen ist die Erfahrung der Liebe. Kaum woanders werden Menschen sich glücklicher, geborgener,